Ja, wir sind erstmal sehr zufrieden, dass wir die Aufgabe in Allach in der Deutlichkeit richtig gelöst haben. Das heißt, letzte Woche sehr konzentriert im Hinspiel. Das, denke ich mal, war sehr gut aus. Und heute auch im Rückspiel. Wir wussten, dass eine offensive Deckung ist. Und das haben wir sehr seriös gelöst. Heute bin ich sehr zufrieden mit der Deckungsleistung, mit 20 Gegentoren. Weil, ja, das konnten wir beeinflussen heute. Die offensive Deckung der Gäste nicht. Ja, ich denke, die kommenden Aufgaben jetzt mit Dormagen werden sicherlich anspruchsvoll. Wir haben in der Vorbereitung gegen Dormagen verloren, das müssen wir auch wissen. In Essen im Trainingslager haben wir David Röhrig einen sehr guten Trainer, der die Jungs sehr gut einstellt. Ich denke, das wird ein Duell auf Augenhöhe und ich freue mich, dass die Jungs diesen Wettkampf haben, wenngleich ich da gar keine Favoritenrolle sehe, weil da wird gute Arbeit gemacht in Dormagen. Haben auch 4 bis 5 Spieler, die aktuell immer im Zweitligakader sind und das wird eine richtige Challenge, ein richtiger Wettkampf, worauf wir uns freuen.